Oh Gott, ja. Also ich habe jetzt gerade mal kurz eine Pause gemacht, weil jetzt kommt nämlich die Mission, die ich hasse. Die ist so häufig bei mir schiefgegangen. Also jetzt noch nicht in dieser Aufnahmesession. Aber als ich damals das immer privat gespielt habe, es ging sogar so weit, dass ich irgendwann keine Lust mehr hatte. Oh, und ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen in die Länge zu ziehen und ach ja, ein bisschen verzögern. Na, heute nicht. Ja, machst du morgen. Machst du übermorgen. Machst du vielleicht doch übermorgen. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich hoffe, das hat sich irgendwas mit dem Balancing, hat sich da was geändert. Der Schlüsselstein ist bereit, Hirach. Wir erwarten euren Befehl. Karax, stellt eine Verbindung mit unserer gesamten Flotte her. Ich möchte zu den Templern sprechen. Hier sieht man's, das habe ich nämlich nie geschafft. Schießen Sie die Erlösung auf Schwierigkeitsgrad normal ab, ohne einen Nexus der verbündeten Protoss zu verlieren. Das hatte ich sogar mal auf einfach dann gemacht und selbst da habe ich es nicht geschafft, es durchzuziehen, ohne einen verbündeten Protoss zu verlieren. Boah, das war sowas von übel. Das wird jetzt klappen. Nein, das wird es nicht. Hört mich an, meine Brüder. Ja. Uns bleibt nicht viel Zeit. Alles, was von unserer Zivilisation verbleibt, sind die Krieger an eurer Seite. Und jene in Amons Gewalt, unten auf dem Planeten. Einst waren wir die Bewahrer einer Galaxie voller Hoffnung. Hochmut und Zwist ließen uns diese heilige Aufgabe vergessen und brachten uns Ruin. Die Kala, die uns Einheit geben sollte, begünstigte diesen Unfrieden. Was sie versprach, war eine Lüge. Heute müssen wir diese Lüge beenden und gleichzeitig unsere Vorurteile und Anmaßung hinter uns lassen. Denn wir kämpfen in dem Glauben, dass unsere Spezies noch nicht vor dem Ende steht. Dass wir Protoss vereint stehen im Glauben an unsere Einigkeit und dass wir Protoss eine mächtige, neue Zivilisation gründen werden. Steht zusammen im Kampf, der uns erwartet. Kämpft vereint. Lasst uns eine Schlacht schlagen, an die sich spätere Generationen in Ewigkeit erinnern werden. Ich mag nichts. Ich weiß, es gab jetzt am Anfang relativ... Ja... Ja, sorry, tut mir auch leid, aber... Oh Gott. Okay, ja, nein, aber... Nein. Ich gehe da jetzt etwas optimistischer ran. Gucken wir mal, dass wir das hinkriegen und keinen unserer verbündeten Protoss verlieren. Vielleicht klappt's ja. Kann ja möglich sein. Wenn nicht, ist doof. Fürs Let's Play kann ich's ja mal zeigen, wie das ist, wenn man... ein oder zwei verbündete Protoss verliert, das... Ne? Nur, dass man es mal gesehen hat, ne? Das ist auch schon mal wichtig. Der Schlüsselstein ist in Position, Hirach. Es wird einige Zeit dauern, bis er seine volle Kraft erreicht hat. Das ist zu lang. Die Nerazim stehen bereit, Artanis. Wir werden den nördlichen Tempelzugang halten. Die Richter und ich werden den südlichen Zugang verteidigen. Die Hauptfront gehört mir. Jetzt wird Amon meinen Zorn spüren. Meine Truppen werden den Schlüsselstein und unsere Stellung verteidigen. Wir werden eure Krieger verstärken, so gut wir es können. Hirach, wir sind von den Zerg umzingelt. Aber wo ist die Goldene Armada? Durch das Zerstören der Psi-Matrix konnten wir sie kurz aufhalten, aber... Amon wird sich uns mit der gesamten Macht der großen Flotte entgegenstellen. Daran besteht kein Zweifel. Aber wir werden nicht aufgeben. Wir sind die Daelam, vereint und stärker als je zuvor. Entaro Adun, Entaro Tassadar, Entaro Zeratul. Entaro, du kannst mich mal. Hör auf, hier so eine Sprüche zu klopfen. Okay, jetzt ganz, ganz fix, komm. Hier noch schnell. Artanis, eure Exekutoren werden die Tempelzugänge nicht ewig verteidigen können. Haltet euch bereit, sie zu unterstützen. Das war die Idee. So, gleich hier weitermachen. Komm, bereit, beweg dich. So viel wie möglich jetzt hier an Rohstoffen sammeln.
So, wir hauen jetzt hier richtig Rohstoffe raus. Wird jetzt hier richtig abgehen, die Schmitzkatze. Schlüsselstein lädt auf. Oh Gott. Was? Was ist das denn? Oh, okay. Der Feind nähert sich. Nerazim, haltet eure Warp-Klingen bereit. Wir werden nicht nachgeben. Wir auch nicht. Wir werden euch unterstützen. Unser Triumph ist nah. Was ist das denn hier? So sei es. Im Namen der vielen, ihr habt nach mir gerufen. Für Ayur. Ach so, das sind, Geisterbeherrschung wahrscheinlich. Will uns von allen Seiten unter Druck setzen. Zeige dich, Gefallener, und stell dich Alarak, dem Hochlord der Taldarim. Jo, stell mal. Wir kommen und stehen auch. Wie lautet euer Begehren? Führt meine Klinge! Miras Bullio! Ja, der Mann! Ich orte Zerg, die sich dem südlichen Zugang nähern. Amon sucht unsere Verteidigung nach Schwachstellen ab. Wir dürfen ihm keine zeigen. Ich kämpfe weiter. Im Namen der vielen. Ich komme. Ich mach sie fertig. Wenn ich irgendwann ankomme. Unser Flug ist da. Halleluja. Wie der Schatten es befiehlt. Ja. Ich bin zurückgekehrt. Nur für den Fall. Amon greift den Schlüsselstein mit den mächtigsten Schiffen der Armada an. So sehr es mich schmerzt, wir haben keine andere Wahl, als sie zu zerstören. Ach, die Schattenkanonen, okay. Okay, zerstören wir. Offenbar. Für Ayur. So sei es. Wir unterstützen euch. Oh Gott, jetzt kriegt das. Das kriegt sogar bis hierher. Alter, was ist das denn? Nun gut. Schau nicht
behauptest, du würdest dein Volk retten. Doch sieh dich an. Du schlachtest es ab. Ich erwarte nichts als Leid. Alter. Als ob ich jetzt schuld wäre, weißt du? Kann gar nichts dafür. Ich bin zurückgekehrt. Wie der Schatten es befiehlt. So, ich habe jetzt hier noch eine bessere Idee. So, ja, das ist doof. Unterstützt ihn mal ein bisschen. Ich werde jetzt hier erstmal kurz. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Erwarte Instruktionen. Ja. Gewarnt. Artanis, die Goldene Armada greift die Speer des Adun an. Ich werde euch unterstützen, wie ich nur kann, aber wir tragen schwere Schäden davon. In dieses Schiff habt ihr eure Hoffnung gesetzt. Euer Vertrauen wird enttäuscht werden. Der Gegner sendet unzählige Truppen den zentralen Weg hinauf. Die Taldarim werden Verstärkung brauchen. Dann mal auf zu den Taldarim. Wie der Schatten es befiehlt. Ich pack die hier nur hin, damit man hier ordentlich mal aufladen kann. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Eine weitere Flotte von Schiffen nähert sich dem Schlüsselstein. Wir müssen sie zurückschlagen. So keine Hektik. Die Gefallenen gibt noch viel. Alter, nö! Das ist aber nicht euer Ernst. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Und das Gebot. Die Basis eurer Das ist doch wohl nicht euer Ernst, Alter. Basis wird angegriffen. Die Basis eurer Verbündeten. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Jetzt versteht man vielleicht nicht mehr, was ich meine. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Wir begegnen dem Feind im Kampf. Ihr seid schwach, machtlos, gebt auf! Alter, nein! Die Speer des Adun hat einen direkten Treffer erlitten. Die Fabrikationsmatrix reagiert nicht. Wir können euch keine Verstärkungstruppen mehr senden. Ihr habt doch wohl einen an der Waffel. Ja.
durch. Krieger, eine weitere Welle von Gegnern wird uns bald attackieren. Bleibt standhaft. Wir werden sie zurückschlagen. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ich bin zurückgekehrt. Einst Rettung gab, will jetzt alle von der läuternden Flamme verzehrt. Nee, lass mal. Ich bin zurück. Wir begegnen dem Feind. Ich bin zurückgekehrt. Ich bin zurückgekehrt. Alter, hier sind's hier so Greife Feind an. Initialisiere.